Ausland, Ausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Ausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Warum bist du so unruhig? Heute in Horseland. Tief im Wald lauert Gefahr. Komm zurück, schnell! Oh. Wird es Scarlett und Sarah gelingen, ihre Freunde zu retten? Wow! Willkommen auf Horseland. Hier kann man sich wirklich zu Hause fühlen. Stimmt, Chef. Hier ist es schön. Hier ist zu Hause. Und das Besondere hier ist, Hunde, Pferde, Schweine und Katzen, alle können sprechen. Allerdings ist es so, dass die Menschen uns nicht verstehen können. Wenn sie in unserer Nähe sind, hören sie nur das übliche Miau. Oink, oink, oink. Trine, niemand auf dieser Welt wird dich fälschlicherweise für ein Pferd halten. Du siehst ganz genauso aus wie das, was du bist. Tja, aber mit den Äußerlichkeiten ist das manchmal so eine Sache, Angora. Erinnerst du dich an den Sommer, als Sarah zu uns nach Horseland kam? Ja, wie könnte ich das vergessen? Egal, was du denkst, aber wir haben alle gesehen, wie man sich doch täuschen kann. Jetzt sag schon, wohin bringst du uns? Ihr werdet schon sehen. Gelindo. Ja, es ist wirklich schön. Ich habe euch ja gesagt, es würde sich lohnen. Man kann Horseland sehen, das Gestüt und die Koppeln. Es ist traumhaft, ganz ehrlich. Wie hast du diese Stelle entdeckt, Willi? Das war reiner Zufall. Nicht wahr, Jimba? Ja, ja, ist gut. Wir kommen gern hierher. Was ist denn los, Scarlett? Warum bist du so unruhig? Ich kann nicht sehen. Du magst wohl den Wind nicht, ha? Huh? Du witterst doch irgendwas, oder? Oh, Chef, endlich mal jemand, der mich versteht. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Wir können nicht wirklich miteinander reden, Scarlett. Aber ich merke, dass du mir sagen willst, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Was macht Sarah da so lange mit Scarlett? Manchmal glaube ich, Sarah kann mit Pferden sprechen, so wie ein Pferdeflüsterer. Irgendwas stört Scarlett. Aber ich weiß nicht was. Vielleicht hat sie Geheimnisse vor dir. Hey, nimm's nicht übel, Sarah. Mir erzählt auch niemand was. Ihr solltet nicht lachen, Leute. Sie hat ein Draht zu Pferden. Es wäre da. Wisst ihr noch? Ihr erster Tag auf Horseland? Ich rollisch. Ach, das war nichts Besonderes. Als du hier ankamst, Sarah, ich kann mich noch genau daran erinnern. Es fing nicht gerade gut an. Wir waren alle ziemlich aufgeregt. Jeder wusste, dass du kommen würdest. Ach, wirklich jeder? Alma und ich wussten es nicht. Bei uns ist die Info irgendwie nicht angekommen. Was ist hier eigentlich los? Wir hatten doch alles geputzt und in Ordnung gebracht. Wenn alle hier sind, ist die Arena frei. Gute Gelegenheit zu trainieren. Hey, hey, immer langsam. Ihr könnt mir ein bisschen helfen. Bennys Eltern möchten, dass es heute hier besonders gut aussieht. Warum? Was gibt's denn heute so Besonderes? Es kommt eine neue. Also los, haken. Oh.
Haken. Deshalb sind wir nach Horseland gekommen. Na, toll. Hey, Benny. Wofür ist die Kamera? Also, das war Paps Idee. Wir drehen ein Video vom Reitstall und so. Für das neue Mädchen. Und wer bitte ist die neue? Irgend so eine Prinzessin? Nicht ganz. Schon mal von Sarah Wittner gehört? Ihrem Vater gehört eine Bank. Er ist einer der reichsten Männer des Landes. Was hast du gesagt, Benny? Ein reiches Mädchen? Eine Dear Witness? Ja, Zoe. Und meine Eltern als Besitzer von Horseland? Ja? Möchten, dass wir einen guten Eindruck machen, weil, naja, eine Witner auf Horseland? Also, ihr beiden, benehmt euch anständig. Das werden wir. Klar, wir wissen, was Geld bedeutet. Also, packt mit an und helft beim Ausmisten. Klasse. Alles, was wir brauchen, ist noch eine von der Sorte. Angora, ist das wahr oder wieder nur eins deiner Gerüchte? Nein, es stimmt. Ich habe es aus erster Quelle. Das reichste Mädchen des Universums, das hat Benny gesagt. Glaub mir, Peppa. Ihr Pferd wird bestimmt so eine vollblütige Rassediva sein. Mit einem erstklassigen Stammbaum. Oh, endlich. Endlich jemand mit unserem Niveau, Chili. Du kannst alle Stammbäume der Welt haben. Das macht dich noch lange nicht zu einem besseren Springpferd. Hey Leute, kommt mal bitte her. Wir müssen die Pferde striegeln. Ich hatte mich gerade entschlossen, Haken zu meinem Hobby zu machen. Ich glaube es nicht. All die extra Arbeit, nur weil ihr Vater reich ist. Mein Vater ist Zahnarzt und meine Box mistet auch keiner aus. Mein Vater ist hier der Geschäftsführer und für mich macht auch keiner die Arbeit. Hey, meinem Vater gehört der Laden und ich muss genauso ran wie ihr. Ich finde, es ist okay, wenn jeder seine Arbeit macht. Aber warum sollen wir für andere mitarbeiten? Was ist zum Beispiel mit Chloe und Zoe? Sollten die nicht auch mithelfen? Ah, die verschwinden doch immer, wenn es richtig was zu tun gibt. Die wollen sich ihre Designerklamotten nicht schmutzig machen. Seit ich hier bin, habe ich die noch nie so hart arbeiten sehen. Man glaubt, der Kaiser von China würde kommen. Ich bin ja mal gespannt, wie das neue Pferd so ist. Die Chili und Pepper. Ein durch und durch arroganter Snob. Oh, das klingt ja so, als wenn hier bald die Fetzen fliegen. Und das ist so ganz nach meinem Geschmack. So, das war's. Listo. Nach dem Unterricht kann die Neue den ganzen Kram hier wieder abbauen. Sehr gute Idee. Tja, das wird sie wohl sein. Oh. Guckt euch das an. Wow, die Limousine. Die ist ja größer als ein Stall. Die ist ja noch reicher, als wir gedacht haben. Das ist viel zu viel Auto für ein Mädchen. Da ist wahrscheinlich ihr kompletter Hofstaat drin. Zoe, guck dir den Wagen an. Der ist fast größer als unserer. Sie passt zu uns. Ich weiß, Chloe, sie gefällt mir immer besser. Nun guckt euch das mal an. Schöner Anhänger, bisschen groß für ein Pferd. Tja. Lieber ein schönes Pferd als zwei lahme Gäule. Na endlich. Es wird auch Zeit, dass hier mal was Interessantes passiert. Sehr stilvoll. Ich denke, es wird ein Pferd sein, das unsere Freundschaft wert ist. Leute, sie kommt! Wow! Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Da können wir wirklich nicht mithalten. Wahnsinn, sie sieht toll aus. Wir sind da, Scarlett. Gefällt's dir? Wir werden uns hier wohlfühlen. Hi, ich bin Chloe. Herzlich willkommen. Und ich bin Zoe. Auch willkommen. Das ist eine echt schicke Reiterjacke. Designerstück? Klasse Schnitt, wirklich. Tolle Frisur. Starfriseur, richtig? Und deine Stiefel. Ich hab die in braun. Auch Größe 36? Ich hab Größe 36. Oh, ich bin Sarah. Danke für die nette Begrüßung. Aber ich würde auch gerne die anderen kennenlernen. Na, die scheinen sicher gesucht und gefunden zu haben. Das war doch klar, Benny. Hi, ich bin Sarah. Bin gerade erst angekommen. Ich heiße Molly. Benny. Alma. Also dann... Hi, ich bin Willy. Ignorier die einfach. Komm.
Komm, Sarah, wir führen dich rum. Wir zeigen dir, wo alles ist. Glaubst du das? Hi, ich bin Sarah. Ich kann mir alles leisten. Und alles nur vom Feinsten. Essen. Oh ja, das schmeckt. Riecht gut. Hier gibt's das beste Omelette. Oh, aber vielleicht doch nicht so gut, wie du es gewohnt bist. Sarah, da bist du ja. Was stehst du hier rum? So macht man das. Na toll, drängelt sich einfach vor. Also, und euch gefällt es hier? Ja, sicher. Und wie? Sollte es etwa nicht? Oh, ich hab's nicht so gemeint. Ich dachte nur... Hey, Scarlett. Hör nicht auf die alten Zausel. Ich bin Pepper. Und ich bin Chili. Mit uns kannst du reden. Redet mit dem Schwanz. Los, Pepper! Los, Chili! Gibt's ihnen! Oh, yay! Aber warum sind unsere Freunde denn so gemein zu dem netten Pferd? Na, weil sie sich fest entschlossen haben, es nicht zu mögen. Deshalb. Es erstaunt mich immer wieder, aber manchmal sind Menschen und Pferde dickköpfiger als Esel. Verstehe ich trotzdem nicht. Hi. Wo soll ich meine Sachen hin tun? Irgendwo, wo Platz ist. Danke. Aber, da nicht. Oh, okay. Und hier? Den Platz hatte letztes Jahr ein anderes Mädchen. Naja, und vielleicht kommt sie ja wieder. Ja, ist klar. Ich glaube, da hinten ist noch ein Platz. Ganz hinten am Ende. Ja, ich hab verstanden. Oh, Chef, gibt es nicht irgendwas, was wir tun können? Manchmal sind Menschen noch gemeiner als die hinterlistigste Schlange. Und sogar gemeiner als Katzen. Scarlett, wir sind der richtige Umgang für dich. Richtig. Du willst dich doch wohl nicht mit denen abgeben, wenn du weißt, was ich meine. Und was meinst du? Ist das nicht offensichtlich? Wir sind doch eine ganz andere Klasse. Unsere Abstammung, ein ausgezeichneter Stammbaum. Wir sind die Besten der Besten. Pferde wie wir sollten zusammenhalten. Ich sehe das nicht so. Mir ist ein guter Freund wichtiger als ein Stammbaum. Ganz wie du meinst. Kann ich dir helfen, Molly? Lass mal, das ist mein Job. Kann ich dir helfen, Alma? Hast du noch eine Hake? Das kann ich alleine. Benny? Hab alles im Griff. Leute, irgendwie läuft zwischen uns was schief. Ich wüsste gern, was es ist. Sarah, wir sind ein Team, weißt du? Im Team ist keiner was Besseres als der andere. Das weiß ich. Ich habe nie gesagt, dass ich... Okay, schon gut. Ich gehöre wohl einfach nicht hierher. Was ist mit Sarah? Was ist hier los? Wo geht sie hin? Ich glaube, sie will abreisen. Vielleicht meint sie, Horseland sei nicht gut genug für sie. Das ist ein Scherz. Endlich mal eine neue, die auch nett ist, und ihr vergrault sie. Vielleicht hast du recht. Horseland braucht dringend neue Schüler. Das ist wirklich nicht zu glauben. Ihr habt sie einfach rausgeekelt. Das ist etwas, das wir tun würden. Dann ist es wirklich gemein. Glaubt ihr, wir haben sie vielleicht irgendwie doch etwas ungerecht behandelt? Möglich. Und was schlagt ihr jetzt vor? Geben wir ihr eine Chance und sehen, wie es läuft, okay? Ja. Ihr seid alle schon mal gesprungen, also brauchen wir uns nicht mit den Grundlagen zu befassen. Heute arbeiten wir an der Haltung. Kurz bevor es zum Sprung kommt, folgt der Führung des Pferdes, nehmt die Bewegung des Pferdes auf. Beugt den Rücken und haltet die Fersen nach unten. Und gleitet zum hinteren Teil des Sattels. Okay, und los! Wer zuerst? Ich!
Alma? No problema. Ich hätte Lust, ein bisschen Ärger zu machen auf Kosten von Scarlett. Chili, was soll der Blödsinn? Oh, halt! Halt! Wow, wow! Ruhig, Jimba! Alma! Alles in Ordnung, Alma? Ich bin okay, aber Button, ist sie verletzt? Hol den Tierarzt, Willi. Ich kümmere mich um Button. Benny, Molly, ihr helft Alma. Machen wir. Ganz ruhig. Ruhig, mein Mädchen. Ist nicht so schlimm. Bleib liegen, Button. Nicht aufstehen. Nur eine kleine Schürfwunde. Button, ist dir was passiert? Mach dir keine Sorgen. Sarah kümmert sich um sie. Und wir müssen uns jetzt erstmal um dich kümmern. Oh, oh, arme Button. Chef, wir müssen was tun. Chef! Nein, das müssen wir nicht, Trine. Sarah versteht was von Pferden. Bei ihr ist Button in guten Händen. Hört, hört. Aber ihr Pferd ist ein Biest, wirklich. Nicht einmal mir würde so eine Gemeinheit einfallen. Was redest du denn da, Angora? Hast du's nicht gesehen? Scarlett hat Button gebissen. Es wird alles wieder gut, Button. Ich bin hier. Ich lasse dich nicht allein. Guck dir das an, wie furchtbar. Es ist unglaublich. Sie weiß nicht mehr, was sie tut. Sie ruiniert ihre Designerjacke. Oh, arme Button. Ich bin sicher, alles wird wieder gut. Mit Sarahs Hilfe. Wärst du nicht gewesen, hätte sie von niemandem Hilfe gebraucht. Was meinst du damit? Ich habe doch überhaupt nichts getan. Sie hat recht, Aztek. Scarlett hatte mit dem Unfall nichts zu tun. Es war Chili. Ich habe es selbst gesehen. Ich kann die ganze Aufregung wegen eines kleinen Kratzers einfach nicht verstehen. Blödes Theater. Finde ich auch. Du hättest sie nicht beißen sollen, aber es hat ja keinen von uns getroffen. So, und fertig, Alma. Ich hoffe, das hilft etwas. Danke. Ich mache mir solche Sorgen um... Oh, meine liebste Button. Ich kann dich jetzt ablösen, Sarah. Nicht nötig, Willi. Danke. Mist, deine Reitklamotten sind hin. Kleidung kann man ersetzen, Willi. Pferde nicht. So ein Schwachsinn. Natürlich kann man Pferde ersetzen. Das höre ich aber gar nicht gern. Es war ihr Pferd, das den Unfall verursacht hat. Dieses super Edelpferd. Ach, wirklich? Unser Video vom Unterricht. Hätte jemand Lust, sich das mal anzusehen? Oh, oh, goody, goody, wir sehen einen Film. Wer hat Popcorn? Chili, wie konntest du nur? Oh Gott, ist das peinlich. Danke, Dr. Martin. Sarah, der Tierarzt sagte, du hättest das sehr gut gemacht. Aber das war doch nichts Besonderes. War es doch. Du konntest Button viel besser beruhigen als ich. Und ich reite sie schon seit 5 Jahren. Ja, das war richtig gut, Sarah. Aha, ich glaube, du verstehst doch was von Pferden. Fakt ist, liebe Freunde, sie hat magische Kräfte. Danke, dass du meine Button gerettet hast. Gracias. Danke, Sarah. So ein Quatsch, ohne uns. Los, weg. Ach, alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich lieb. Wie wär's, wenn wir uns bei Sarah entschuldigten? Ja, wir haben gedacht, du wärst so eine verwöhnte, arrogante Ziege wie Chloe und Zoe. Wir lagen voll daneben. Willkommen auf Horseland, Sarah. Du bleibst doch jetzt hier, oder? Klar. Ich mag vielleicht reich sein, aber eine gute Freundschaft, die ist doch viel mehr wert. Sarah, wir sind froh, dass du damals nicht weggegangen bist. Ich auch. Was ist los? Da draußen ist irgendwas Unheimliches. Ich wittere Gefahr. Was hat sie denn nur? Ich weiß nicht. Lass uns von hier verschwinden, Willi. Sofort! Da, ein Berglöwe! Komm zurück! Sei vorsichtig, Sarah! Vielleicht kommt er noch mal zurück! Gott sei Dank!
Das war mutig, Sarah. Danke, dass du die Pferde zusammengetrieben hast. Hat sie gut gemacht. Sarah, guck dir doch mal deine Hose an. Tja, wie gesagt, nur Klamotten. Wenn man bedenkt, dass wir uns beinahe nicht kennengelernt hätten. Eins haben wir gelernt, du sollst nie jemanden... nach den Äußerlichkeiten beurteilen. Tja, Trine, ich glaube, Sarah war wirklich das Beste, was Horstland passieren konnte. Oh, goody, goody, ich freue mich, dass es ein Happy End gibt und alle glücklich sind und alles ist wieder in Ordnung. Wann gibt es Abendessen? Die Geschichte hat mich hungrig gemacht. Lasst uns essen und dann vielleicht noch einen anderen Film gucken und dazu noch etwas Popcorn, Herr Chef?